Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FNAF Universe Video. Wir schauen uns heute die neuen Events an, die mit dem neuen Update V1.2.0, dem Reborn Update in FNAF Universe gestartet sind. Das sind verschiedenste Events tatsächlich, einige Events, leider kein XP-Event, wenn ich das richtig gesehen habe, aber das kommt wahrscheinlich am Wochenende dann. We have prepared numerous events in order to celebrate the new V1.2.0 Reborn Update. Please take a look at the following for more detail. Increased card drop rate. During the event, the new weapon piercing card drop rate from new dungeons will be increased by 10%. Das Event läuft vom 13. März bis zum 30. März. Das heißt quasi einfach, ein simpleres Event kann man quasi nicht starten. Du farmst Dungeons, hast eine was auch immer Chance, zum Beispiel 1%, und wenn das Event läuft, hast du nicht 1% Chance, die Karte zu droppen, sondern 1,1%. Nur als Beispiel. Also ja, cooles Event eigentlich, dass man schneller, leichter an seine ersten Karten kommt. Dann Event 2, Conquer the New Dungeon. During the event period, we will choose 3 random players who have cleared the new dungeons each week per difficulty and give them special rewards. Startet auch am 13. März und geht bis zum 30. März. Players who have cleared the difficulty at least one time will be eligible for entering the event and will be we will be giving out the rewards on a per server basis. Also das heißt quasi 3 Spieler pro Bodeng, 3 Spieler pro Totemia, 3 Spieler pro LaWolf und so weiter und so fort. Also pro Server 3 random Spieler und eben pro Difficulty. Das heißt, steht eh unten in der Tabelle. Ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend. Auf Nightmare bekommt einer der 3 Randoms 5 G-Product, 5 Power Dash 8. Auf Extra Hard der zweithöchsten Schwierigkeit 4, 3, 2, 1. Alles seengebunden natürlich. Ja, ist jetzt kein so krasses Event, muss man sagen. Vor allem 3 random Player, die Dungeons pro Woche abgeschlossen haben. Also wenn es jetzt pro Tag gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem vielleicht sogar für die niedrigen Schwierigkeiten. Wobei das natürlich eher dazu führt, dass dann viele High-Level-Spieler sich doch noch schnell einen Low-Level-Char machen, um dann hier eben auch in dem Raffle dabei zu sein. Aber da man nur einen G-Product bekommt, würde ich jetzt sagen, lohnt sich das eigentlich nicht so sehr. Aber da das ja auf einer wöchentlichen Basis ist, also 3 random Spieler pro Woche, ist das schon eher nicht so gut, weil ich meine, pro Server, wenn selbst wenn nur wenige 100 spielen würden, und in den meisten Fällen werden es wohl eher Tausende sein, die Dungeons machen. Ich meine, es gibt ja auch viel Multi-Accounting, also zumindest Ringmaster werden wahrscheinlich viel mit Multi-Accounting durch die Dungeons gezogen, wie immer. Das heißt, ja, du hast hier halt einfach wieder einen Pool von tausenden Charaktern im Endeffekt, und wenn da 3 Leute pro Woche gewinnen, ist das natürlich nicht sehr viel, muss man sagen. Kein schlechtes Event, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Please note that the difficulty for this table is based on the Laryngasm, Dungeon for Easy Understanding, and the actual difficulty will be matched with the entry level for the respective dungeons. Das ist quasi der Hinweis darauf, dass man zum Beispiel Stormpeak nur auf Nightmare-Schwierigkeit machen kann, genauso wie man Rise's Catacombs nur auf Medium-Schwierigkeit und alles, was drüber ist, machen kann. Also die normale Schwierigkeit, quasi die niedrigste Schwierigkeit, die gibt es nur in der Laryngasm. In allen anderen Dungeons gibt es halt erst die höhere Schwierigkeit, mit der Dungeon quasi anfängt. Also, if you find out you have been abusing the system or the game otherwise, you will automatically disqualified for the raffle, so please be, cautious. Sie sind aufmerksam. ja, ich finde immer diese Hinweise so geil. Sie sagen quasi, if we find out you have been abusing the system. Welches System? Was? Also, ihr lost einfach 3 random Spieler aus, die Dungeons abgeschlossen haben. Was kann man da abusen? Also ich meine, ja, ich kann mir 50.000 Charakter machen und ich kann mir einen ultra krassen Charakter machen, der wiederum 7 Larry-Charakter durch die Dungeons zieht, damit ich eine höhere Chance habe, unter diesen 3 Spielern zu sein. Aber selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit vernichtend gering. Also da müsste man wirklich hunderte, wenn nicht sogar tausende Charakter haben, um, garantieren sowieso nicht, aber um eine relativ hohe Chance zu haben oder eine sehr wahrscheinliche Chance, dass man unter diesen 3 Spielern fällt oder dass irgendwelche Charakter. Also, sie sollen einfach definieren, was genau ist damit gemeint, weil diese Zusätze, die sind immer so random. Also damit behalten sie sich im Endeffekt das Recht vor, dir unter jeden Umständen, ich meine, dieses Recht haben sie sowieso, braucht man gar nicht drüber reden, aber das ist halt einfach dieser Zusatz, wenn du gewinnst und wir finden, du hast abused, dann kriegst du nichts.
Das ist im Endeffekt der Zusatz. Weil sie clarifyen nicht, was abusing the system, welches System überhaupt. Ist es das System Multi-Accounten? Ist es irgendwie die Dungeons an sich, das System gemeint? Kann man da irgendwas abusen? Oder auch das Spiel in irgendeiner Weise sozusagen. Also, ja, also wie gesagt, es ist quasi die Klausel, wir können es dir einfach nicht geben, wenn wir denken, du hast es nicht verdient, so ungefähr. Also, keine Ahnung, den Satz hätten sie sich eigentlich komplett sparen können, weil bei 3 Spielern pro Woche die Wahrscheinlichkeit, dass da dann noch einer gewinnt, der in Anführungszeichen irgendwas abused hat, ist sowieso so gering. Und die Belohnungen sind jetzt auch wirklich nicht so heftig, also nein. Event Nummer 3, Master Title Event. Complete the optional Master Quest during the event to receive special rewards. Ebenfalls vom 13. bis 30. März. If you complete the last quest for the optional Master Quest, you will get the following special reward. Smelting Scroll Select Box mal 10 und ein Special Cloak. Please note that we will send out the rewards to those who have met the conditions during the Maintenance and you can only receive the special rewards during the event period. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr müsst quasi die letzte Master Quest abschließen. Das heißt, ihr müsst im Endeffekt Master Level 120 erreichen und sozusagen das goldene M freischalten, das goldene Masterzeichen, das höchste Masterabzeichen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr 10 Protects, wo ihr euch aussuchen könnt, welches Protect. Das können S-Protect sein, A-Protect, E-Protect, G-Protect. Und ein Special Cloak, wird hier nicht definiert, was für ein Cloak. Oder ich weiß nicht, sieht man das vielleicht hier oben irgendwo? Ist da eine Preview? Sieht nicht so aus, okay. Ja. Naja, also keine Ahnung, was das für ein Cloak ist, aber ja, wird wohl irgendein besonderer Cloak sein. Höchstwahrscheinlich auch seegebunden. Und ja. Please note that we will send out the rewards to those who have met the conditions during the maintenance and you can only receive the special rewards during the event period. Also das heißt, nur bis zum 30. März hat man Zeit. Ist ein bisschen schade, weil damit zwingen sie einen theoretisch hier wieder Master Grind zu machen, auch wenn man das vielleicht gar nicht wirklich vorhat, weil man exklusive Items bekommt, beziehungsweise halt vor allem diesen Cloak. Aber ist natürlich zeitgleich auch ein Ansporn, es tatsächlich zu machen. Und dann haben wir noch Event Nummer 4, ebenfalls vom 13. bis 30. März, Catch the Golden Monster. During the event period, a special monster will appear randomly in a new instance dungeons. These special monsters will have a higher drop rate for the new piercing cards. So keep an eye out for them and make sure you hunt them down. Also einfach in den Dungeons, in den Instanzen, in den neuen, wird es spezielle goldene Monster geben. Ich habe gehört, das soll wohl ein Albert sein. Oder habe ich irgendwo einen Spoiler gesehen? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kann nicht online gehen, weil ich habe kein Internet. Genau. Und die haben wohl eine höhere Chance auf Piercing Card Drops. So, das waren mal die 4 klassischen Events, die 4 Update-Events. Dann haben wir noch ein Special Stripe Payment-Event, also ein Cash-Event vom 13.03. bis zum 2.04., was tatsächlich ziemlich heftig ist. Das ist eine sehr lange Event-Period. Genau, steht hier natürlich sehr verlockend, use Stripe and get free 10.000 F-Coins. Ja, ganz so einfach ist natürlich nicht. Dear players, we will be having a special Stripe Payment Promotional Event during the following period. Wie gesagt, habe ich schon gesagt. Every week we will pick 5 random players who top up using the Stripe Payment Method and hand them out 10.000 Bonus F-Coin. Ja, das heißt im Endeffekt wieder das Gleiche. Es gibt quasi 3 Wochen, wo man gewinnen kann, also insgesamt 15 Leute. Please note that if you find out that there are refund abuses. Eine weitere Abuse-Methode or similar activities for your account during the event, your account will be dealt accordingly to our terms of service and you will not be qualified for the event. We wish the best of luck to all of our players. Your account will be dealt accordingly heißt basically, du wirst gebannt, weil Chargeback oder Refund, was auch immer, das sieht Gala, Flive gar nicht gerne. Die Strafe dafür ist in der Regel, dass man einen permanenten Account Bann bekommt, wenn man hier quasi auflädt und dann refundet. Genau. Aber hier wird nicht definiert, bedeutet das jetzt 5 random players pro Server oder, also wie bei einem anderen Event quasi, oder 5 random player insgesamt. Weil man muss ja bedenken, vielleicht weltweit hat nicht nur wenige tausend Spieler, sondern eher zigtausend Spieler, oder zumindest über 10.000 Spieler vermutlich. Vor allem jetzt nach dem Update wieder. Und das heißt, du hast hier eine Chance, ich meine, klar, nicht jeder casht, aber eine Chance wahrscheinlich von 1 zu mehreren tausend, dass du gewinnst.
Und das ist schon ziemlich bad, muss man sagen. Also ist jetzt nicht so wirklich verlockend für meinen Geschmack. Also ich würde mir denken, ja moin. Andererseits muss man halt bedenken, diese Stripe-Payment-Methode, soweit ich das gesehen habe, ich habe es mal ganz kurz angeguckt, kann man da wohl nur mit Kreditkarte und noch ein paar anderen Zahlungsmitteln, also es Banküberweisung geht, Kreditkarte geht, also hauptsächlich so die Oldschool, die klassischen Dinger, also PayPal geht wohl nicht, irgendwas mit Crypto geht natürlich auch nicht, also für viele Leute, die gerne mit PayPal einfach zahlen, ich meine PayPal ist so das sicherste eigentlich online, was man so wirklich machen kann, mit Karten online zahlen, bei Dienstleistern, die man eh nicht kennt, das ist immer so ein bisschen Risiko. Ja, also kann tatsächlich sein, dass man doch eine relativ hohe Gewinnchance hat, aber 10.000 Bonus-F-Coins sind so verlockend, dass ich denke mal, viele Leute werden sich dann, wenn sie jetzt aufladen, dann vermutlich hierfür entscheiden, weil einfach, warum nicht? 10.000 Bonus-F-Coins zu kriegen, wäre schon heftig. Aber ja, gut, muss ja jeder selber wissen. Und zum allerletzten Event, das Update Pass Event. Get rewards every time you complete the mission. In order to celebrate the new V1.2.0 Reborn Update, we have prepared a special pass event for our players. Das Event geht auch vom 13. März bis zum 3. April 2350. During the event, you can complete various missions to get rewards. These are the missions you must complete. Hunt 100 monsters on the PK channel. Log in for more than 10 days during the event. Hunt 3 Giants or Violet Monsters, clear one of the new dungeons, also Larum Chasm, Riser's Catacombs, Envy Defts, Guardian Sanctuary und Stormpeak und attempt 10 safe weapon piercing. Also eigentlich relativ simpel, größte Schwierigkeit könnte sogar sein tatsächlich, dass 100 Monster auf dem PK-Channel töten, das könnte tatsächlich für viele Leute, mich einschließlich tatsächlich, die größte Challenge sein. Gut, 3 Giants oder Violets, ja. Wobei hier gibt es noch gleich einen kurzen Hinweis, weswegen das dann wahrscheinlich gar nicht so ein großes Problem ist, für die allermeisten Leute zumindest. Genau. By completing each mission, you will get the following rewards in order. Was bekommt man? Vitaldring oder Refresher Hold, Upcut Stone, Flask Collect Box, Call of Weapon Bonus, also bis zur 4. Mission eigentlich jetzt nichts wirklich Besonderes. Und beim 5. kriegt man entweder 5 Activision, wenn man Level 79 oder niedriger ist, und ab Level 80 oder höher bekommt man 3 Scroll of S Product. Erinnert uns quasi sehr an den Luna Pass. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er heißt, aber es war irgendwas mit Luna. Zum Mondneujahr haben sie das quasi auch schon gemacht, so ein extra Battle Pass. Oder so einen kleinen Battle Pass quasi, den man für 500 F-Coins kaufen kann und upgraden kann für mehr Rewards. Nämlich bekommt man diese Additional Rewards, also so wie ich das verstehe, ist das dann quasi obendrauf nochmal. 4 Vitaldring oder Refresher Hold, 10 Upcut Stone, 12 Flask Select Box, 4 Weapon Bonus, 6 S-Product, 6 G-Product. Also schon ziemlich saftig, also rein vom Itemwert her wird es sich garantiert lohnen, aber ja, muss man halt wieder 500 F-Coins für ausgeben. Und warum ich vorher gesagt habe, dass mit den Giants oder Violets ist für viele dann wahrscheinlich doch nicht so ein großes Problem oder auch für die Monster auf dem PK-Channel gegebenenfalls. Man kann hier auch Monster töten, die bis zu 10 Level unter einem sind. Also das heißt, wenn ich jetzt Level 100 bin, kann ich Giants töten, die Level 90 sind. Ich kann Monster töten, die Level 90 sind. Also dadurch wird es ein bisschen leichter gemacht. Also auch für Charakter, die eher Supporter sind oder so. 100 Monster ist ja nicht so ultra viel, also kann man schon mal machen. 3 Giants... Zumindest wenn einem jemand hilft und man kann sich auch mit seinem anderen Charakter helfen, ist das eigentlich auch nicht so ein wirklich großes Problem. Genau. Und ja, das waren die ganzen neuen Events. Also einiges tatsächlich, wobei, ich meine, das hier ist ein passives Event. Das ist ein passives Event. Das ist ein passives Event. Das ist ein passiv-aktives Event. Gut, das Master-Ding theoretisch auch. Das hier ist nur für Leute, die Geld ausgeben. Und das hier ist, ja gut, das ist ein klassisches Event, sag ich mal. Also man muss was machen, man kann nicht einfach nichts tun. Man kann es mit Cashen aufbessern. Ja, ich sag mal, das ist eher das klassische Event. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, ja, es sind jetzt nicht, es sind natürlich so die absoluten Banger-Events, sind jetzt keine Neuheiten. Ich meine, das meiste läuft einfach nebenbei. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn sie jetzt irgendein Event aufgespielt hätten, das viel zu kompliziert ist oder irgendwie viel zu groß ist, sag ich mal, dann würde das ja nur vom Update wiederum ablenken und das würde eigentlich gar keinen Sinn ergeben, weil ich meine, jetzt aktuell will man natürlich das Update pushen und nicht irgendwie ein Event starten, wo alle Leute nur, hä, warum muss ich jetzt so viel bei dem Event machen, ich will doch das Update grinden. Von dem her passt das schon und jo, mal gucken, was da
noch so kommt. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal mit FLIFE Universe. Checkt den Stream in der Beschreibung. Ciao, ciao.